Danke. Vielen Dank. Das erlebt man selten, meine Damen und Herren. Ich muss sagen, ich sage in aller Demut Danke. Dieser Applaus macht mich glücklich, denn es hätte mich teures Material gekostet, das ich in diesen 2 Minuten hätte verheizen müssen, wenn ich dieser Applaus uns hineingetragen hätte in die Sendung. Und so habe ich großartige Witze für Sie gespart und ich bin sehr glücklich, weil nicht nur wir hier im Team, die wir uns kindlich in der Naivität bewahrt haben, auch die Millionen Kinder zu Hause, wir alle dürfen heute ein tolles Jubiläum feiern. Es heißt Happy Birthday, 50 Jahre Fischstäbchen. Fischstäbchen. Eigentlich sind die Fischstäbchen ja viel, viel älter, denn sie wurden vor etwa 2000 Jahren erfunden, als Jesus vor dem Problem stand, ich habe nur 5 Fische, aber 5000 Leute sollen satt werden. Ja, ich habe eine so emotionale Beziehung zu Fischstäbchen. Ich wurde ja damals aufgeklärt von meinen Eltern mit einem Teller und auf diesem Teller lag ein Fischstäbchen und ein Kalamarisring. Und ja, und ich wusste, Moment. Und heute weiß ich, wenn Sie ein Fischstäbchen und einen Kalamarisring ganz lieb haben, dann macht es blub. Fischstäbchen übrigens sind auch das beliebteste Literaturerzeugnis, der beliebteste Lesestoff für unsere Senioren, oder? Haben Sie schon beobachtet, ja, in den Supermärkten stundenlang an der Tiefkühltruhe, Brille so draufgeschoben, ja, und dann, es riecht schon, es läuft schon unten das Fischstäbchen flüssig raus, ja, und dann sagt man, ach nee, ist ja gar kein Eis. Mal wieder. Ich habe Ihnen gestern gesagt, Sie werden es nicht für möglich halten, welche Garde, welche First Class an Gästen wir in dieser Woche für Sie hier eingeladen haben. Und vor wenigen Minuten ging in Köln eine große Filmpremiere zu Ende. Der Titel des Films ist Late Show von Helmut Dietl. Von Helmut Dietl. Und viele der Schauspieler haben gesagt, mein Gott, ich bin ja bei der Premiere, was mache ich denn den ganzen Nachmittag? Man geht dann häufig als Schauspieler ins Café oder in die Eisdiele, gibt sinnlos Geld aus. Ich habe gesagt, kommt doch hier zu uns, hier ist es geheizt, hier ist es warm und da könnt ihr die Zeit überbrücken. Heute Abend bei uns zu Gast. Und ich habe Sie vorhin schon begrüßt, ich durfte Sie ein bisschen umarmen, nicht sehr, aber ein bisschen. Meine Damen und Herren, bei uns zu Gast, die Frau, bei der 100% der deutschen Männer sagen, oh, wow, Platz 1 in allen Umfragen, der mit Abstand größte weibliche Star des deutschen Kinos, heute Abend bei uns zu Gast, Veronika Ferres. Immer am Handy. Und ich ahne, wer dran ist, meine Damen und Herren. Ich ahne, wer dran ist. Ich habe es einmal mitgekriegt, wirklich. Ich saß bei ihr in der Garderobe und habe es einmal mitgekriegt. Und ich werde sie nachher fragen, ob er es wieder weiß. Sie glauben nicht, wer sich bei Veronika Ferres am Handy sozusagen die Klinke in die Hand gibt. Unglaublich. Und dann haben wir einen Mann zu Gast, der nicht nur der populärste und renommierteste deutsche Literaturkritiker ist, sondern der ein neues Buch geschrieben hat. Und zwar geht es in diesem Buch um das Thema Poesie, Erotik, Literatur und, man höre und staune, Sex. Sex von Bertolt Brecht, wer hätte das gedacht? Er hatte welchen und nicht so knapp. Und alles das im neuen Buch mit dem Titel Ungeheuer oben von Marcel Reich-Ranicki.
Schon wieder. Schon wieder, meine Damen und Herren, können wir sagen, herzlichen Glückwunsch. Tolle Premiere, es hat fantastisch geklappt. Nämlich unsere Freunde vom RTL-Schwulen-Magazin Anders Trend. Sie wissen, moderiert von unserem Freund Georg Uecker. Letzte Woche war noch der Mann hinter den Kulissen, David Wilms, zu Gast. Ein sensationeller Erfolg. Über 2 Millionen Zuschauer am vergangenen Montag. Und bei RTL hat man sofort gesagt, jawohl, wir machen gleich 3 weitere Folgen. Anders Trend, das erste offizielle Schwulen-Magazin im deutschen Fernsehen. Und ich glaube, 2 Millionen Zuschauer, das war die erfolgreichste Schwulen-Sendung seit Derrick. Und der Erfolg ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, denn viele Schwule konnten sich gar nicht einfach entscheiden, was schaue ich an, denn parallel lief ja auch noch Beckmann. Montagabend. Ja? Zeppen, zeppen. Anders Trend wird jetzt erstmal gesendet bis zum Herbst. Dann nimmt der Moderator, glaube ich, eine Babypause. Ja, Moment, Moment, Sie lachen, Sie lachen. Neu, wissenschaftlich erforscht von Fortpflanzungsmedizinern aus England. Führende Fortpflanzungsmediziner sagen, Männer können Kinder kriegen. Erstens ist das dringend notwendig. Ja. Und zweitens, es ist jetzt erwiesen, und zwar Schwangerschaft in der Bauchhöhle beim Mann, Geburt per Kaiserschnitt. Und die dazu benötigten weiblichen Hormone lassen selbstverständlich Brüste wachsen. Das gehört mit dazu. Ja? Das Tolle ist ja, wenn Männer schwanger werden, bei den meisten fällt es gar nicht gleich auf. Heißt doch, Moment mal, wenn Männer schwanger werden können, heißt es umgekehrt, Frauen können in Zukunft auch Auto fahren? Ich meine, einen Vorteil hat es, ja? Wenn Männern dann durch die Hormonbehandlung ein Busen wächst, dann brauchen sie zum Grapschen nicht mehr extra ins Büro. Es gibt jetzt ein Selbstbewusstseinsseminar für Reinigungskräfte. Eine tolle Sache. Ja? Und zwar das Selbstwertgefühl von Frauen und Männern, die als Putzfrauen oder Putzmänner arbeiten, soll gesteigert werden. Das Seminar hat den Titel, kein Witz, wie heißt das Seminar? Schwamm drüber. Schwamm drüber in der evangelischen Heimvolkshochschule in Bad Bederkesa. Bad Bederkesa bei Bremerhaven. Dort ist also dieses Selbstbewusstseinsseminar. Es ist ganz toll, ja. Man kommt in dieses Selbstbewusstseinsseminar rein als WC-Ente und geht raus als Meister Propper. Wie heißt das häufigste Psychoproblem bei Putzfrauen? Mobbing. Aber lange, 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 lange überlegt, ob ich Ihnen diesen Kalauer anbieten kann. Und dann habe ich mir gesagt, ja, oder? Selbstbewusste, direkt im Manzen unter den Putzfrauen erkennen Sie darum, Sie tragen das Kess, das Kopftuch auch mal andersrum. Und ich finde auch, die Putzfrauen sollten wirklich sagen, jawohl, wir wollen aufrecht gehen. Ja, sonst kommen Sie an die Spinnweben oben in der Ecke gar nicht ran. Parallel dazu das Seminar Fensterputzen durch Tai Chi. Und viele, muss ich auch sagen, viele Putzfrauen sind bisher gekränkt gewesen, wenn sie auf den Knien gearbeitet haben und sie wurden einfach behandelt wie eine Praktikantin. Deswegen. Neu. Hier die Werbung, 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 Werbung. Sie kennen das ja vom Film, 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 Film. Jetzt die Werbung, Werbung, Werbung. Werbung, auf die wir hier beim Powersender besonders Ihr Augenmerk lenken möchten. Und heute empfiehlt es sich, denn heute gibt es im Werbespot mal wieder richtig was zu lernen. Frisuren, Gewalt und Entsetzen.
Der Mensch und die Technik, die Verbrechen und die Opfer. Time Life präsentiert Ihnen jetzt eine einzigartige Videosammlung des Schreckens. Von den beiden Seitenscheiteln über den Popo-Scheitel, den Fokuhila, den Mini-Pli und die schlimmen Strähnchen bis hin zur Pläte zeigt Ihnen diese Chronik größtenteils zu Recht unveröffentlichte Aufnahmen. In Dokumentationen von hohem historischen Wert erhalten Sie einen authentischen Eindruck vom Jahrhundert der Frisuren. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie die erste Folge der Fokuhila zum Kennenlernpreis von nur 19,95 €. Erfahren Sie alles über das Gemetzel, das in den 70er Jahren viele Friseursalons in Schutt und Asche legte und noch heute Millionen Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Sichern Sie sich jetzt diese einmalige Chronik über 100 Jahre Frisurengeschichte. Bestellen Sie jetzt der Fokuhila und Sie erhalten dazu gratis das Video Die Gesichtsfotze. Rufen Sie jetzt an und sehen Sie das wahre Gesicht der Frisur. Ja! Es ist soweit. Wieder mal bitten wir Sie hier im Studio um Ihre Mitarbeit. Wieder mal gibt es etwas Tolles zu gewinnen. Und zwar, Sie wissen das ja, von Zeit zu Zeit holen wir mal eine Dame oder einen Herrn aus den Zuschauerreihen hier nach vorne. Das ist sehr beliebt. Man drängt sich danach. Und diejenige oder derjenige geht dann mit einem tollen Präsent nach Hause. Ich würde sagen, hier oben die Dame in dem weißen Pulli, ja? Wenn Sie gerade mal runterkommen würden, bitte. Ja? Kommen Sie einfach mal. Vorsicht! So, das kann schon mal passieren, dann brauchen wir eben jemand anders. Führen Sie bitte nicht weiter. So. Machen Sie doch bitte Platz hier. Das kommt schon ab und zu mal vor. Aber ich würde sagen, hier habe ich eine Dame entdeckt. Sie sitzen sicher? Hallo? Sie sind Frau? Ich? Sie? Ist mit meinen Augen was? Nein. Sie sind Frau? Mozarkos. Frau Mozarkos. Vorname? Erika. Darf ich Erika sagen? Ja. Woher kommen Sie, Erika? Aus Schloss Holte. Kommen Sie bitte doch mal her. Erika, das ist Erika. Komm her. Bleiben Sie hier stehen. Also, jetzt müssen wir den Zuschauern nochmal, wie heißt der Ort genau, wo Sie herkommen? Schloss Holte. Wo ist das? Kreis Gütersloh. Also eine, ist das Westfalen? Ja. Ist das Lipperland? Nein. An der Grenze? An der Grenze. Aber nicht weit vom Teutoburger Wald? Nein, nicht weit. Ich glaube, Sie sind heute meine ideale Kandidatin für das schöne Spiel Haralds Märchenstunde. Kommen Sie mit. Ja? So. Jetzt können Sie erst langsam Ihr Glück fassen, ne? Ja? Arbeiten Sie? Ja. Was machen Sie beruflich? Bei Firma Balke. Firma Balke. Welche Balke, 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 Balke? Welche Branche ist das? Sitzkissen. Sitzkissen? Marktführer? Bitte? Marktführer? Ja. Ja. Das heißt also, wer ist denn der Hauptabnehmer für Sitzkissen? Ganz Deutschland. Ganz Deutschland, Fußballstadien? Das weiß ich nicht. Nee. Die kann man auch maßfertigen lassen, also mit bestimmter Füllung, oder ist da überall dasselbe drin? Nein, kann man. Und in welchem Bereich der Firma, Balke, Sitzkissen, arbeiten Sie da? Buchhaltung oder in der Fertigung? Nein, oder? Fertigung. Fertigung, das heißt, die stellen Sitzkissen her. Was ist der Sessel hier? Ist der so für Sie als Expertin, ist der gebonkt? Zu weich. Zu weich. Ja. Aber ihn gab es halt billiger. Ja. Erika, darf ich fragen, haben Sie Kinder? Ja. Haben Sie auch schon Enkelchen? Ja. Wie alt sind die Enkelchen? Ein Enkel, 10 Jahre, Mädchen. Ein auch Mädchen. In Köln wohnt. Auch in Köln. Mhm. Sind Sie eine große Märchenerzählerin als Oma? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Sie kennen aber Märchen? Das weiß ich nicht. Heute nicht mehr ist. Aber das Märchen kennen Sie. Heute geht es bei uns um das Märchen Hänsel und Gretel. Ach so. Ja, Sie sind begeistert, Erika.
Ne? Und können Sie uns das Märchen mal erzählen? Das ist ja immer unser Test hier in der Märchenstunde. Wie geht das Märchen von Hänsel und Gretel? Hänsel und Gretel gingen im Wald. Ja, Moment. Die gingen im Wald, aber sie mussten ja erst mal da reinkommen. Ja? Warum gingen die im Wald? Das weiß ich nicht. Wer hat die da hingebracht? Hänsel und Gretel wohnten bei ihren Eltern. Genau. So. Oder bei Oma oder Opa. Nee, bei den Eltern. War eine intakte Familie. Ja? Aber die Mutter war böse. Ja. Und man hatte nichts zu essen oder wie es im Märchen heißt, nichts zu beißen und zu brechen. Ja. Nicht zu beißen und zu brechen. Und die Mutter hat gesagt, hör mal, Vater, der von Beruf Holzhacker war, ja, erheb dich mal von deinem Sitzkissen. Wir schicken die Kinder jetzt in den Wald, lassen sie dort stehen und dann reicht es zumindest für uns. Mhm. Ja. Hänsel hat in der Nacht gedacht, ich muss mir irgendwie den Weg merken zurück. Was hat der Hänsel gemacht? Wissen Sie das? Der hat irgendwie was fallen lassen oder weggestreut oder irgendwie. Ist gut. Und zwar was? Was? Weiß ich nicht. Kieselsteine. Ach so. Nachts geholt, ja. Man führt sie in den Wald, sagt, Kinders, wir gehen mal Holz holen, ihr bleibt hier. Die Eltern rennen weg, die Kinder sollen zurückbleiben, aber durch die Kieselsteine findet Hänsel zurück. Am nächsten Tag dasselbe wieder. Diesmal streut Hänsel was, weil er nachts nicht mehr rauskommt. Die böse Mutter hat abgeschlossen. Was kommt raus, wenn man Brot so ganz klein macht? Krümmel. Er streut also Krümmel. Brotkrümmel. Aber von den Vögeln aufgefressen. Die werden von den Tauben aufgefressen. Also, Hänsel und Gretel bleiben im Wald. Sie kommen an ein Knusperhäuschen. Ein Knusperhäuschen. Ja, das Haus besteht aus Brot, aus Lebkuchen auf dem Dach und aus Zucker an den Fenstern. Mhm. Ja, aus dem Haus hören wir eine Stimme. Und diese Stimme sagt, Knusper. Oder Knusperhäuschen. Wer knuspert an mein Häuschen? Richtig. Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an mein Häuschen? Heraus kommt eine alte Hexe. Sehr böse, lockt die Kinder rein. Was will die Hexe mit den Kindern machen? Im Backofen schieben. Richtig. Und will die Kinder fressen? Ja. Ja. Aber Hänsel ist ihr nicht was genug? Nicht dick genug. Genau. Er soll gemästet werden. Mhm. Er muss von seiner Schwester Gretel ganz brutal, von der eigenen Schwester in den Käfig gesperrt werden. Und jetzt wird er 4 Wochen lang gemästet. Was macht Hänsel? Hänsel haut ab. Nee, er ist eingesperrt. Er ist eingesperrt. Nein. Hänsel? Ja. Die alte böse Hexe will ja, dass er richtig fett wird, ja? Und was macht er, um die Hexe zu täuschen? Er hält ihr was durch die Gitterstäbe, wenn sie immer guckt. Sie sieht ja schlecht, ja? Als Hexe hat ganz rote Augen, sieht schlecht. Er hält ihr ein Knochen oder Jawohl. Finger. Ja. Ein kleines Knöchelchen hin. Die Hexe sagt irgendwie, der wird ja nicht mehr und so weiter. Aber irgendwann reicht es ihr. Ja, sie holt ihn raus und will ihn fressen, obwohl er noch gar nicht fett ist. Wie kriegt sie jetzt Gretel dazu, in den Ofen zu steigen? Sie sagt, hör mal, Gretel, ich habe das Gefühl, der Herd ist heiß oder nicht heiß genug? Ja. Guck mal nach. Ja. Gretel denkt sich, so dumm bin ich schon lange. Ja? Und als die Hexe noch mal reinguckt, stößt sie die Hexe rein. Die Hexe wird gebraten. Sehr brutal, aber auch sehr kindgemäß. Ja? So weit hätten wir es auch nicht. Ja, Sie kennen ja die Geschichte, Sie wissen ja eigentlich. Ich kenne nicht mehr, so viel kenne ich das auch nicht mehr. Weiß man immer nicht mehr. Ja. Jetzt finden sie Edelsteine und so weiter, alles bei der Hexe, gehen zurück nach Hause. Die eigene Mutter ist zum Glück schon gestorben, der Vater ist ja nett, die Mutter war böse. Und zum Schluss heißt es, mein Märchen ist aus, da läuft eine Maus. Und wer sie fängt, darf sich eine große Pelzmütze davon machen. Erika, das haben Sie doch perfekt gewusst. Ja. Wirklich? Meinen Sie das? Ja. Ja. Wir haben für Sie, danke. Das ist für Sie. Vater, unser Vater, der tut, was sie sagt. Erika, ich helfe Ihnen runter. Vielen Dank, kommen Sie gut zurück nach Schloss Olte. Danke. Und es lebe das deutsche Sitzkissen. Ja?
Applaus. Also. Ungeheuer oben über Bertolt Brecht von Marcel Reich-Ranicki. Gleich bei uns, meine Damen und Herren, und Veronika Ferres. Und ich bin so glücklich, weil wieder einmal greift eines bei uns ins andere heute. Veronika Ferres spielt unter anderem demnächst in einem Film Christiane Vulpius, die vermutlich letzte Frau des Greisen Goethe. Und Marcel Reich-Ranicki kannte ja Goethe noch persönlich. Ja. Und solche Gäste haben wir heute hier. Und da ist es doch klar, dass wir im Goethe-Jahr sagen, Sie sollten das Wichtigste über den Dichterfürsten von uns in Kürze erfahren. Johann Wolfgang, Pudels Kern, junger Werther, habe nun 8 Theologie, leck mich am Arsch, der mit dem Institut. Aber jetzt kommt noch viel mehr. Zum 250. präsentiert Ihnen Ihr offizieller Goethe-Sender das große Goethe-Jahr. Vor 250 Jahren hieß es also Happy Birthday in Frankfurt. Und wir haben uns gedacht, wie genau kennen eigentlich die Deutschen ihren berühmtesten Dichter? Und wir sind nicht etwa in eine Fußgängerzone oder in einen Supermarkt gegangen für diese Umfrage, wie alt wird Goethe oder wie alt wäre er geworden, sondern wir sind dorthin gegangen, wo man es weiß, an unsere Universität. An die Universität zu Köln am Rhein, an einem bitterkalten Nachmittag. Dort haben wir die künftige geistige Elite unserer Heimat befragt. Was wisst ihr eigentlich über Goethe? Wie alt wäre Goethe in diesem Jahr geworden? 100, über 100. 82. 350. 200. Todestag? nee. Falsch? Ja. Wie alt wäre Goethe in diesem Jahr geworden? Um Gottes Willen, das ist eine fiese Frage. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist er nicht irgendwie 1848 irgendwann geboren? Nee, 1748. Ja. 1749. Ja, dann wäre dieses Jahr 239. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. 1749 geboren. 30. Ja. Wie viel? Nee, Quatsch. Keine Ahnung. Tut mir leid, weiß ich es nicht. Ach, jetzt bin ich verwirrt. Ach. 249. Was studieren Sie? Soziologie, Geschichte und Philosophie. Also sehr praxisorientierte Fächer. Praxis, ja. Ja. Wie alt wäre Goethe in diesem Jahr geworden? Goethe wäre in diesem Jahr 250 geworden. Sehr gut. 3 bekannte Werke von Goethe? Da hätten wir den Goethe. Goethe, erste Werk wäre Schiller, selbstverständlich. Ja? Nein? Ja? Heinrich Heine. Mhm. Wie waren nochmal Ihre Fächer? Germanistik. Anglistik. Ja. Und ja, was noch? Man weiß es nicht, ja, mehr. Danke schön. Aber das darf nicht gesendet werden mit den 250 Jahren. Überhaupt nicht. Wenn sie Juristin sagt. Mal sehen, ob wir uns dran halten. Das ist ja gemein. Nicht. Nein. Sie haben es ja rausgekriegt. 250. Und 250, bitte. Ja? Tschüss. Es ist leider passiert, meine Damen und Herren. Es ist leider passiert. Ich hätte Ihnen jetzt gerne Veronika Ferres angekündigt als ersten Gast. Aber leider, leider, ein starker, schlagartiger Schnupfen hat sie befallen. Sie ist heimgegangen, sich ausruhen. Ich hätte Ihnen gerne gesagt, dass Veronika Ferres jetzt im Film Late Show die weibliche Hauptrolle spielt. Sie alle kennen sie aus Filmen wie Stonk, Das Supervibe, Rossini, aber sie ist krank. Aber zum Glück ist es uns mittels modernster Gentechnologie und Computertricks möglich, wenn echte Figuren krank werden, einfach Filmfiguren herauszuklonen. Und in Late Show spielt Veronika Ferres unter anderem eine Schauspielerin, die Grace Kelly spielt. Aber das genügt einer Schauspielerin nicht, Grace Kelly. In dieser Version ist Grace Kelly blind, taub
und auch gelähmt. Und alles das können wir Ihnen jetzt nicht ganz zeigen, aber wir können es mit elektronischer Hilfe fast zeigen. Ich freue mich jetzt sehr, anstelle von Veronika Ferres unseren ersten voll geklonten Gast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Grace Kelly! Grace Kelly ist in diesem Film, Sie sehen es, taub, blind, aber sehr geil. Und Vorsicht, hier ist eine Stufe. Sie ist taub. Vorsicht, hier ist eine Stufe. Das hört sie mich ja nicht. So. Jetzt hinsetzen. Kerze, nein. Das ist nicht ausnützen. So. Unglaublich mit diesen tauben Weltstars, aber... Alles nass! Alles nass, meine zwei Fragen, die ich mir mühsam aufgeschrieben habe. Sie fährt selber. Hatte einen Unfall. Und lebt jetzt in einer anderen Welt. So ist das im Film. Was heißt denn das? Ich bin für künstliche Befruchtung oder was heißt das? Du kannst mich doch nicht hören! Du kannst mich doch nicht hören! Du bist doch taub! Alles nass hier, das Wasser. Alles nass. Du kannst mich nicht hören. Die Ohren, ja, auch nicht sehen. Nein, aber die Zuschauer, ja, zeige ich einen Ausschnitt aus dem Film, damit man sich vorstellen kann, was du da mit Thomas Gottschalk denn du hast ja da tolle Szenen mit Tommy und drei anderen Hengsten in diesem Film, ja? Ein Ausschnitt, meine Damen und Herren, und zwar die Figur in diesem Film ist eine Schauspielerin und sie hat sich, als sie das Leben von Grace Kelly verfilmen soll, die Rolle ein bisschen aufgemöbelt, weil sie als Schauspielerin weiß, was ihr Publikum erwartet. Grazia Patricia, First Lady, 22.1, die Erste. Action. Wunderheilung. Veronika Ferres. Das geht noch etwas kurz. Ja. Ist das bei Schauspielern wirklich so, dass man sagt, also ich mache die Figur noch effektiver, ich denke mir noch was aus, plötzlich ist sie blind, der arme Regisseur weiß nichts davon. Ist das so? Nee, also da hat der Regisseur schon die Hosen angehabt bei dem Film. Kann man so sagen, glaube ich. Ja, war streng, hat nichts durchgehen lassen. Ja. Und ich habe dich gerade vorhin hier am Handy gesehen, in der Vorstellung. Als du in meiner Garderobe warst. Ja, und auch als wir dich hier gezeigt haben, ich darf den Leuten erzählen, was ich mitgekriegt habe, als wir in deiner Garderobe saßen, du im Bademantel, im Seidenen, und plötzlich klingelt das Handy.
Ja, und? Wer war dran? Ich weiß es, Herr Thalmann. Ich weiß es. Wer, darf ich sagen? Ja. Michael Douglas, meine Damen und Herren. Das Handy von Veronika Ferres klingelt irgendwo in Köln-Nippes. Ich kann dir aber versichern, der ist an mir nur rein privat interessiert. Kein Problem mit Frau Stahnke irgendwie. Verträgen wie? Oder Vorverträgen. Wie? Nur rein privat? Also gar nicht. Unterstelle ich ihm jetzt mal, nein. Aber ich meine, der ruft dich doch einfach. Was sagt er? Sag es bitte, wenn er anruft. Hi, here's Michael. Oder sag, here's Mr. Douglas. Hi, Michael. Hi, Michael. How are you, Veronica? Yes. Ja? Und dann? Einladung zum Dinner? Gab's auch schon. Ich konnte aber nicht. Ich habe Late Show gedreht. In dieser Zeit wollte er dich zum Dinner einladen? Ja. Wo? Das sage ich nicht. Ist doch egal. Ja, das spielt ja eine Atmosphäre. Wir hatten neulich einen Gast, der hat erzählt, wie das bei den Amis ist. Erstes Dinner, essen. Zweites Dinner, schon anfassen. Und drittes Dinner. Genau. Und bei den Amis. Grund habe ich keine Zeit. Und der andere Hollywood-Star. Und aus dem Grund drehe ich dann lieber in Deutschland Filme, die dann auch wirklich stattfinden, weißt du? Ja, genau. Und du hast jetzt eine Rolle gespielt. Der Film kommt im Mai raus, da spielst du Christiane Vulpius. Ja. Ja? War Goethe eigentlich mit ihr verheiratet? Ich weiß es ja, nicht. Ja, die waren 18 Jahre ein Liebespaar und ein illegitimes. Wie groß war der Altersunterschied? 21 Jahre. Und dann nach 18 Jahren wilder Ehe hat er sie geheiratet. Nach 18 Jahren? Nachdem sie ihm vor den französischen Soldaten das Leben gerettet hat. Also war eine Frau, die sie so, auch... So mehr so aus Dankbarkeit, weißt du, irgendwas musste er ja auch... Wirklich? Sehen. Aber sie haben doch zusammen in einem Haus gewohnt, ne? Ja, aber er hat sich immer durch Abwesenheit ausgezeichnet. Sie hat dann immer die Pasteten gemacht, die Schweine geschlachtet, ist mit der Kutsche mit 3 Pistolen selber gereist, hat ihm das Essen gebracht, weil da hat er schon großen Wert drauf gelegt. Also der richtige Dichterfürst, der sozusagen Pascha-artig sich bedienen lässt. Ja, ja? Ich denke, dass wir uns getraut haben, in der Braut einen... Bild von Goethe zu zeigen, der auch in diesem Film durch Abwesenheit glänzt, was für viel Aufsehen sorgen wird. Weil Goethe war ein Genie, unbestritten. Und Genies im Privatleben muss man, glaube ich, nicht unbedingt haben. Aber Harald, du sprichst von Goethe, was. Ja. Ja, ja. Was? Ich ja, habe was willst du wissen? Gestern, als ich geklont vom Himmel fiel, ja. Bei Herrn Biolek reingeschaut und da habe ich von Thomas Gottschalk erfahren, dass ihr ja eine Bettszene hatte, Thomas Gottschalk und du. Ja. Da durfte ich nicht mit, jetzt weiß ich warum. Und Thomas erzählte, ich habe es nicht ganz verstanden, dass dir während dieser Szene dein Sack geplatzt wäre. Das hat Thomas Gottschalk erzählt? Ja, er hat es erzählt. Also ich wollte mal wissen, was ist denn das für ein Gefühl? Ich hatte noch nie einen. Das kann ja überhaupt nicht sein. Das ist doch nie... Das irgendwas war mit einer Infusion und Tropfen. Du hättest hier so einen Sack, dein Sack wäre hier so gehangen und dann wäre er geplatzt. Ach, das meinst du. Ja, das ist ja was ganz anderes. Was denn? Ja, nee, ich dachte jetzt schon, du meinst die andere Szene. Nee, in der. Ich hatte so einen Beutel, da lief eine Infusion rein, die eigentlich für den Zuschauer im Film in den Arm geht. Und dieser Beutel ist geplatzt. Ah. Und so. es wurde nass. Es wurde nass im Bett. Ach so. Krankenbett. Im Krankenbett. Das war der Unterschied. Und Thomas lag auch drin? Nein, Thomas saß am Rand und hat mich teilnahmsvoll angeschaut. Ach so. Ja, ich bin jetzt völlig erschrocken. Ich dachte schon wirklich, du erzählst da. Es wurde gestern so gesagt. Wirklich. Ja, aber es war doch eindeutig der Zusammenhang, dass es sich um einen Kunstsack, um einen Filmsack handelt. Aber ich bin ja taub. Ja, aber da warst du doch nicht taub. Wo hast du es gesehen? Da lagst du im Bett und hast ferngesehen? Richtig. Hast du dabei telefoniert? Nee. Nee. Weil ich dann auf dich gewartet habe. Wo? dass die Sendung anfängt. Im Fernsehen. Ja. Also jetzt müssen wir aufpassen, dass die Zuschauer nicht durcheinander kommen. Das hier ist sozusagen Grace Kelly im als Film Figur. Ja. Christiane Vulpius ist der Film, da heißt die Braut. Nein, der kommt später. Hast du dich richtig in diese Frau sozusagen eingelesen, eingefühlt? Ich habe mich in die reingelebt, denke ich. Und ich glaube, dass ich mich wage zu sagen, dass ich zur Christiane Vulpius einen anderen Zugang habe, als jeder Historiker das haben kann. Weil der Egon Günther ein hervorragendes Drehbuch geschrieben hat. Und ich habe das, was der Frau passiert ist, durchlebt. Und Egon Günther hat einen sehr respektvollen Kniefall vor diesem sehr aufreibenden Leben dieser Frau gemacht. Und die ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen. Die war ihrer Zeit voraus. Das war eine ungebildete, dreckige Straßengöre.
Und Goethe war damals so ein, wie Geiler. Michael Jackson heute in Deutschland, ein mega Superstar. Das war Goethe. So. Und alle waren scharf drauf, aus der Adelskiste Goethe zu ehelichen. Und dann kommt der daher und nimmt so eine Straßengöre. Das und die wurde dafür bespuckt, verfolgt, gedemütigt, alles. Und aber sie hat es aus Liebe zu ihm? Nicht nur Liebe, auch Leidenschaft, ja. Veronika, ich wünsche dir viel Erfolg für Late Show. Toi, toi, toi. Wünsche ich dir auch, Harald. Komme wieder. Und ich bin so froh, dass es mit dem Sack noch auf mir. Ich bin so erschrocken. Wirklich? Ja, wirklich. Aber er ist noch dran. Nee, jetzt weiß ich nicht. Veronika Ferres, das ist das neue Buch von Deutschlands populärsten Literaturkritiker. Herzlich willkommen, Marcel Reich-Ranitzky. Ich grüße Sie. Bitte schön. Ungeheuer oben, Marcel Reich-Ranitzky über Bertolt Brecht. Und zwar über, hauptsächlich über Bertolt Brecht, den Lyriker. Ja. Den Erotiker und den Romantiker. Bitte. Naja, wissen Sie, Brecht ist ja berühmt geworden, vor allem als Stückeschreiber, als Dramatiker. Das war ja die Leidenschaft seines Lebens. Aber das wirklich Herrliche und das Bedeutendste in seinem Werk ist meiner Ansicht nach die Lyrik, die Gedichte. Bleiben werden von ihm, glaube ich, vor allem Gedichte. Herrliche Gedichte, darunter auch wunderbare Liebesgedichte. Das ist ja auch ein Zitat aus, aus einem Gedicht, ja? Erinnerung an die Marie A. Und man weiß als Brecht-Verehrer, Bertolt Brecht hatte viele Stücke, aber noch mehr Frauen. War das wirklich so extrem, wie wir Schüler das gelernt haben? Naja, es ist so, er brauchte für seine Arbeit sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem. Und das hat sich immer so ergeben, dass er mit den Mitarbeiterinnen geschlafen hat. Und dann hat er Freundinnen gehabt, die er sehr geliebt hat, mehr oder weniger. Und die hat er zu Mitarbeiterinnen gemacht. Eigentlich die Erotik und die Arbeit, das ging Hand in Hand bei ihm. Aber er war ja auch verheiratet, ja, mit Helene Weigel. Wie hat er das geregelt gekriegt? Ich meine, das ist ja das Interessante für uns. Das war nun wirklich kein Problem. Wissen Sie, Helene Weigel war völlig fasziniert von ihm, wie die meisten Frauen, die mit ihm überhaupt zu tun hatten. Helene Weigel, für die war er ja nicht nur der Mann, der Geliebte, er war der Autor. Er hat für sie Stücke, Rollen hat er für sie geschrieben, hat die Rollen einstudiert. Sie war völlig von ihm abhängig und sie hat sich damit abgefunden. Nicht nur das, dass sie sich mit seinen vielen Freundinnen abgefunden hat. Wenn an irgendeine Freundin von Brecht im Berliner Ensemble irgendein Schauspieler sich der genähert hat, ist er zu Helene Weigel gerufen worden. Sie hat ihm gesagt, mein lieber Freund, von dieser Dame Finger weg. Das ist eine Freundin von Brecht. Schluss. Sie hat ihn also beschützt. Und sie hat ihm auch die Freundinnen nach Buko, so 100 Kilometer, 80 von Berlin entfernt, wo er sein Sommerhaus hatte, hat sie ihm auch die Freundinnen geschickt, die Schauspielerinnen, mit der er zu tun haben, mit denen er zu tun haben wollte. Aber was hat denn die Frauen so fasziniert an Brecht? Nicht ganz leicht zu sagen. Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Der Mann hat ein ungeheures Charisma. Ich habe es nicht gespürt. Es gibt Männer, die das gespürt haben. Ich habe mit ihm 2 Stunden geredet und fand ihn einen fabelhaft intelligenten Mann. Das ist einer der größten Dichter des Jahrhunderts, war es eine andere Sache. Dass er so eine persönliche Ausstrahlung hatte, weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gespürt. Die Frauen haben das gespürt, waren glücklich, ihm helfen, mit ihm arbeiten zu können, mit ihm ins Bett zu gehen. Obwohl, man weiß es, die Forschung hat das alles ermittelt, die Damen haben im Bett so viel Vergnügen mit ihm nicht gehabt. Er hat jetzt immer... Ja, was gibt es im Leben? Ja? Die jungen Menschen. Die jungen Menschen hier. Das heißt, ja, bitte. Ungeheuer oben. Ja. Nein, nein. Wissen Sie, das, worüber er heute so viel geredet wird, die Sehnsucht der Frau nach dem Orgasmus, das gab es nicht mit Brecht. Der hat es immer sehr eilig mit den Damen, hat sie sehr schnell wieder das Zimmer wieder verlassen. Aber sie waren glücklich mit ihm zusammen. Ja, aber woher, Herr Reich-Ranitzky, woher weiß man das? Ich meine, die moderne Frau, ich mein, da kommt der Dichter, sagt Hallöchen brrrt, und Tschüss. Ja? So ungefähr. So war das? Ja, so wie ja, woher weiß man das? Ja. Wer war denn dabei?
immer eine Dame war dabei, der, mit der er zusammen im Bett war. Und die haben das bestätigt? Langsam. Als diese Damen älter wurden, sind die Damen, wenn sie 60 werden, 65, sehr bereit, über ihre Liebesgeschichten mit berühmten Menschen Auskunft zu erteilen. Und wenn da jemand kam und sagte, ich bin Literarchistoriker, das ist aus wissenschaftlichen Gründen nötig, dass sie uns da genau erzählen, wie das war, dann haben die das genau erzählt, die Damen. Und das ist bekannt. Also das heißt, die Frauen fühlten sich aber nicht ausgenutzt oder missbraucht? Nein. Sie wissen, es gibt ein Buch eines amerikanischen Germanisten, vor 2 Jahren erschienen. Er habe alle diese Mitarbeiterinnen und Freundinnen ausgebeutet. Nicht eine einzige hat sich je beschwert. Sie waren alle glücklich, ihm helfen zu können. Und auch materiell manchmal. Sehen Sie, er war befreundet mit Ruth Berlau, einer dänischen Autorin. Das war eine ganz wichtige Freundschaft und das war eben nicht nur eine Bettgeschichte, das auch, aber eine große, viele Jahre währende Liebesgeschichte. Die hat ihm von Anfang an auch materiell geholfen. Er war in der Migration auf einer dänischen kleinen Insel. Sie war eine Dänin aus vermögendem Haus und hat ihm dann ein kleines Geschenk eines Tages gebracht, von dem er geträumt hat, nämlich ein Auto. Bescheidenen Wagen, aber immerhin, sie hat ihm ein Auto geschenkt. Das tat, die Frauen taten für ihn, was sie konnten. Es ist nicht wahr, dass sich irgendeine Frau je beschwert hätte, sie sei von ihm ausgebeutet worden. Natürlich hat er die Honorare weitgehend für sich behalten, die Damen nicht so reichlich bedacht. Aber die haben sich nicht beschwert. Beneidenswert. Nun muss man sagen, so viele Stücke, noch mehr Gedichte und vor allem die vielen Frauen. Ist das Buch dafür nicht ein bisschen dünn? Wissen Sie, ich kann das nicht ertragen, diese riesigen Bücher über Dichter und Poeten. 600-700 Seiten über Brecht oder Heine. Ich habe auch ein Buch über Heine geschrieben, auch eins über Brecht. Nur, ich will, dass die Leute Brecht lesen, dass die Leute Heine lesen. Und wenn da 130 Seiten von mir sind, das Wesentliche ist, glaube ich, gesagt, das genügt. Wer soll denn ein 700-Seiten-Buch über Brecht lesen? Andere Forscher. Aber für meine Bücher sind für Leser, sind für das Publikum. Aber Brecht wird einem ja gerade, sag mal, in der Schule so ein bisschen vermiest mit dem V-Effekt. Kein Deutschlehrer kann richtig erklären, was das ist und so. Ist das über die Gedichte, kann da ein Schüler zum Beispiel eher an Brecht drangeführt werden, ja? Ich glaube, ja. Ich bin kein Bewunderer der Dramen, der Stücke von Brecht, aus dem einfachen Grund, die sind mir für mich zu pädagogisch. Sehen Sie, es gibt so einen Spruch von Brecht, der in Deutschland populär wurde, in aller Bescheidenheit, ich habe dazu beigetragen. Am Ende unseres literarischen Quartetts wird immer gesagt, und also sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Ein schönes Wort. Bestimmt nicht. Bei Brecht am Ende des Stücks geht der Vorhang zu, aber die Fragen bleiben gar nicht offen. Alle vom Publikum sollen genau das denken, was Brecht wünscht. Also es sind sehr pädagogisch, diese Stücke. Und ich glaube, dass von seinen Stücken diejenigen zwei vor allem bleiben werden, die er mit einem anderen Genie zusammen gemacht hat, nämlich mit Kurt Weill. Die Drei-Groschen-Oper und Fall und Aufstieg der Stadt Mahagoni. Also diese Musikwerke. Er wird die Lyrik bleiben, seine herrliche Lyrik, vor allem die Liebeslyrik, eben die erotischen Gedichte. Er selber hat das nicht ernst genommen. Wissen Sie, sehr komisch. Herr Schmidt, Sie werden es mir nicht glauben. Doch. Folgendes. Wenn Leute schon in den 20er Jahren Gedichte von Brecht lobten, war er misstrauisch. Er sagte, ihr wollt alle nur sagen, mein Vater hätte mich Lyriker werden lassen sollen und nicht Dramatiker. Er hat in der Bewunderung für seine Poesie immer, das war sein Verdacht, eine Kritik seiner Stücke, die waren für ihn wichtiger, gesehen. Also, ich sage es nochmal, für euch Kids, erst das Buch lesen von Marcel Reich-Ranicki, Ungeheuer oben, über Bertolt Brecht, und dann den Meister selber, Bertolt Brecht, die Gedichte, und auch ruhig mal ins Theater gehen und sich ein Stück angucken. Herr Reich-Ranicki, ja, ich habe mich gut benommen? Tadellos. Ja. Ich bin überrascht. Ja, ich war überrascht. Vielen Dank. Ja. Alles Gute, Marcel Reich-Ranicki, meine Damen und Herren. Tschüss.